Herzlich willkommen zum heiteren Statistikraten mit dem Quiz Wie fit bist du in Statistik? Das heutige Thema ist die Wahl der richtigen Methode. Ein Thema, das sehr viele Studierende quält. Insofern hoffe ich, dass dich das Quiz etwas weiterbringt. Ich zeige dir jeweils eine Hypothese. Dann warte ich einen kleinen Moment, damit du überlegen kannst, welche Methode du verwenden würdest. Und anschließend erhelle ich dich mit der korrekten Lösung, die du hoffentlich ohnehin schon gesagt hast, und erkläre dir auch, warum du diese Methode verwenden musst. Und bevor wir starten, wenn du dich lost fühlst im Dschungel der statistischen Methoden, dann empfehle ich dir mein 0 € E-Book Endlich Durchblick in Statistik in 4 einfachen Schritten zur Wahl der richtigen Methode. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Lass uns starten. Oh yeah. Du siehst hier 3 wunderbare Chamäleons und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für die einzelnen Fragen. Ich würde sagen, wir beginnen mal ganz soft mit grünem Chamäleon 100. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Nationalität und der Konfession. Welche Methode müsstest du hier verwenden? Die korrekte Antwort ist Chi-Quadrat, Test auf Unabhängigkeit. Warum? Wir haben hier 2 nominal skalierte Merkmale. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir haben Nationalität und Konfession. Die sind beide nominal skaliert und es geht um einen Zusammenhang. Und insofern ist der Chi-Quadrat-Test auf Unabhängigkeit die Methode der Wahl. Pinkes Chamäleon links, 200. Es besteht ein Unterschied in der Lebenszufriedenheit, abhängig vom Geschlecht und dem Bildungsstand. Richtig, das ist die 2-faktorielle ANOVA. Warum 2-faktorielle Varianzanalyse? Ich gehe nochmal zurück. Also es geht um Unterschiede. Es besteht ein Unterschied. Es ist also eine Unterschiedshypothese. Und zwar Unterschiede in der Lebenszufriedenheit. Die Lebenszufriedenheit ist die intervallskalierte oder auch metrische abhängige Variable. Und nun steht hier abhängig vom Geschlecht und dem Bildungsstand. Geschlecht und Bildungsstand sind kategoriale Variablen. Also Geschlecht ist nominal und Bildungsstand ordinal skaliert. Das bedeutet, wir haben hier 2 kategoriale Faktoren und eine metrische abhängige Variable, die erhoben wird. Und dann ist die 2-faktorielle ANOVA die Methode der Wahl. Anderes pinkes Chamäleon 300. Wir haben folgendes Setting. Das bezieht sich auf den Datensatz Bush Tucker von Andy Field, falls du den kennst. Andy Field, der Autor von Discovering Statistics Using IBM SPSS. Und das Setting ist ein Dschungelcamp in Australien und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen 4 verschiedene Tiere oder Tierteile zu sich nehmen. Und zwar die Stabheuschrecke, den Känguruhoden, das Fischauge und eine nur in Australien ansässige, ganz besonders grausige Made. Das bedeutet, stell dir vor, 12 Personen stehen an einem Tisch oder mehreren Tischen und haben jeweils diese 4 Tierarten oder Tierteile vor sich, müssen die also nacheinander konsumieren. Und gemessen wird jeweils, wie lange es dauert, bei jedem Tier oder jedem Tierteil, bis der Würgereiz einsetzt. Was könnte hier die richtige Methode sein? Die richtige Methode ist der Friedman-Test. Schon mal gehört? Das ist das nicht- oder non-parametrische Pendant zur Varianzanalyse mit Messwiederholung. Denn eigentlich würden wir hier eine Varianzanalyse mit Messwiederholung machen. Warum machen wir das nicht? Wir haben nur 12 Personen. Und bei sehr kleinen Stichproben oder aber nicht normal verteilter abhängiger Variable nimmt man statt der Varianzanalyse mit Messwiederholung den Friedman-Test. Warum ist es Messwiederholung? Wir haben dieselben Personen, diese 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dschungelcamps, die nacheinander diese 4 Tierarten konsumieren müssen. Das bedeutet, das ist eine Varianzanalyse mit Messwiederholung eigentlich, also wenn wir nicht Friedman berechnen müssten,
bei der es nicht um Messzeitpunkte geht, sondern um verschiedene Treatments, die dieselben Personen nacheinander durchlaufen. Und weil wir hier nur 12 Personen haben, nehmen wir statt der Varianzanalyse mit Messwiederholung den Friedman-Test. Grünes Chamäleon 200. Die Hypothese lautet, die Leistungsfähigkeit ist morgens höher ausgeprägt als abends. Was könnte das sein? Genau, das ist der T-Test für abhängige Stichproben. Also Leistungsfähigkeit morgens höher als abends. Das bedeutet, wir erheben bei denselben Personen zweimal, nämlich die Leistungsfähigkeit am Morgen, die Leistungsfähigkeit am Abend, haben somit zwei Gruppen. Und es geht um diese Unterschiede zwischen morgens und abends, also eine Unterschiedshypothese. Und wenn man Unterschiede bei zwei Gruppen hat, denkt man schon mal grundsätzlich an die T-Tests. Es gibt ja einen Stichproben-T-Test, T-Test für unabhängige und für abhängige Stichproben. Und weil wir hier zwei Messungen haben, nämlich morgens und abends bei denselben Personen, ist es der T-Test für abhängige Stichproben. Gelb-grünes Chamäleon 100. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Körperzufriedenheit und Selbstwert. Das ist der Korrelationskoeffizient R nach Bravey-Pearson, auch Produkt-Moment-Korrelation genannt. Warum verwenden wir den? Zunächst mal geht es um Zusammenhänge. Ja, es ist ein positiver Zusammenhang. Und wir haben nun zwei metrische Variablen, beziehungsweise um präzise zu sein, zwei intervallskalierte Variablen, nämlich die Körperzufriedenheit und den Selbstwert. Und da ist der Korrelationskoeffizient R die Methode der Wahl. Chamäleon hier drüben, würde ich sagen 300. Es bestehen Unterschiede im Glücksgefühl und in der Konzentrationsfähigkeit, abhängig von der jeweils konsumierten Tortenart. Was könnte das sein? Also stell dir vor, hier gibt es 90 Versuchspersonen und 30 müssen oder dürfen vielmehr die Schwarzwälder Kirschtorte konsumieren, 30 die Sachertorte und 30 die Buttercremetorte. Und bei allen wird nach Konsum der Torte das Glücksgefühl und die Konzentrationsfähigkeit gemessen. Welche Methode verwendest du hier? Das ist die MANOVA oder Multivariate Varianzanalyse. Dieses Verfahren nimmst du dann, wenn du zwei metrische abhängige Variablen hast und einen oder mehrere kategoriale Faktoren. Du kannst auch mehr als zwei abhängige metrische Variablen haben. Aber hier bei unserem Beispiel haben wir das Glücksgefühl und die Konzentrationsfähigkeit. Das sind beides intervallskalierte Merkmale. Das sind unsere beiden abhängigen Variablen. Und unser Faktor, das ist die Tortenart in diesen drei genannten Ausprägungen. Wir haben also einen Faktor, eine UV und haben zwei metrische abhängige Variablen. Grünes Chamäleon 300. Das Fremdschämen ist bei Jugendlichen stärker ausgeprägt als bei Kindern. Und wir haben eine Stichprobe von 16 Personen. Das ist der Mann-Whitney-U-Test oder auch nur U-Test genannt. Das ist die nicht-parametrische Alternative zum T-Test für unabhängige Stichproben. Bedeutet, wenn du eine Stichprobe hast, die wie hier sehr klein ist und oder die abhängige Variable nicht normal verteilt ist, dann nimmst du den U-Test als Alternative zum T-Test für unabhängige Stichproben. Warum T-Test für unabhängige Stichproben ursprünglich? Das wäre das Erste, was wir vermutet hätten möglicherweise. Hier geht es um Unterschiede bei zwei Gruppen. Wir haben eine Gruppe von Jugendlichen und wir haben eine Gruppe von Kindern. Und ich hatte vorher schon gesagt, wenn es um zwei geht, denkst du an den T-Test. Also wenn es um zwei geht und Unterschiede, wohlgemerkt. Also hier haben wir Gruppe von Jugendlichen, Gruppe von Kindern. Und was wir erheben, ist bei beiden das intervallskalierte Merkmal Fremdschämen.
Und das wäre eigentlich ein T-Test für unabhängige Stichproben. Wir haben aber eine sehr kleine Stichprobe von insgesamt nur 16 Personen. Das bedeutet 8 Jugendliche, 8 Kinder. Und deswegen nehmen wir den Mann-Whitney-U-Test. Chamäleon 100. Die Punkte in der Statistikklausur können durch die Vorbereitungszeit, die Anzahl an konsumierten Kaffeetassen, den IQ sowie den Ehrgeiz vorhergesagt. Was ist das? Was würdest du hier nehmen? Das ist die multiple lineare Regression. Wie kommst du drauf? Zauberwort ist vorhergesagt. Immer wenn es um Vorhersagen geht, denkst du bitte an die Regression. Hier hast du die multiple Regression, weil wir mehrere Prädiktoren haben. Wir haben die Vorbereitungszeit, die Anzahl an Kaffeetassen, den IQ und den Ehrgeiz. Das heißt, wir haben 4 Prädiktoren, die gemeinsam die Punkte in der Statistikklausur, diese metrische abhängige Variable, vorhersagen. Letzte Frage. 200. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und systemische Therapie unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit auf die Spinnenphobie. Was könnte das sein? Jawohl, das ist die einfaktorielle Varianzanalyse. Warum? Wir haben einen Faktor, nämlich Psychotherapieart in den Ausprägungen Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und systemische Therapie. Wir haben also einen dreifach gestuften kategorialen Faktor, also die Psychotherapieart ist ein nominal skaliertes Merkmal. Und was erhoben wird, ist das Ausmaß der Spinnenphobie. Das ist unsere metrische AV. Also wir haben als UV einen dreifach gestuften Faktor und eine metrische AV. Und wir haben keine Messwiederholung. Wir haben also jeder Gruppe andere Personen. Und in diesem Falle nimmt man die einfaktorielle ANOVA. Na bitte, geht doch! Ich verleihe dir ein fettes virtuelles Fleißbild. Und wenn du bei den Methoden, die wir besprochen hast, vielleicht noch so ein bisschen Hilfe brauchst, dann schau dir doch meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht an. Der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Der hilft dir, all die wesentlichen Methoden in der Inferenzstatistik zu verstehen und richtig zu interpretieren. Und damit bekommst du das Vertrauen, dass du diese Prüfung wirklich schaffen wirst. So, das war's. Jetzt bist du wieder ein ganzes Stück schlauer. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und abonniere auch gleich mal meinen Kanal und stell die Glocke an, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und hinterlass mir natürlich gerne auch einen Kommentar und vielleicht auch einen Wunsch für ein Video. Bis zum nächsten Mal und Happy Learning!